Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Reus 2. Das ist nicht etwa ein schlechtes Wortspiel über einen kürzlich in den Ruhestand eingetretenen Fußballer von Borussia Dortmund, sondern eine Göttersimulation ist, glaube ich, das richtige Wort. Und das Spiel ist relativ neu. Wir gucken heute zum ersten Mal rein. Ich habe noch nicht gespielt. Wir werden gemeinsam den Start der Reise erleben. Choose a human spirit that will see the destiny of this planet. Ja, was haben wir denn für Spirits? The Sage, oh, ich sitze so ein bisschen hier. Ich muss mal auf die andere Seite. The Sage, the Sage wants to take care of its people and tribe. Food is the base of healthy population. Okay. The people led by the inventor are creative and ingenious, always looking for science. All biotica with a base curio yield gain plus 40%. If biotica is unique in biome. All plants gain 20 Nahrung. The goddess thinks. The world revolves around her, maybe even the whole universe. Particularly interested in gold. Biotica within the goddess city border gain plus 50% food, science and gold. Ja, warte mal ganz kurz. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht einschätzen. Ich bin ja grundsätzlich immer Fan von Science. Ich nehme das jetzt, ich kann das noch gar nicht einschätzen. Ich nehme jetzt mal Science. Ready to start humanity. So, was haben wir hier? Forest Gain, Ocean Giant. Muss ich mir jetzt hier wieder einen aussuchen? Also, Forest Giant, known by humans as Zatari. This ancient tree spirit is the master of all plant. Create forest. High yield food, biotica focus, all types of biotica. Dann haben wir den Ocean Giant. Huch. Was jetzt? Ey, fuck, jetzt habe ich irgendwas weggedrückt. Gott, kann ich das rückgängig machen? So, nein. Was? Hilfe. Rock Giant, Gold, Food. Ja, kann ich nicht mehr. Wir haben jetzt den Forest Giant. It is what it is. Und okay. Ah ja, okay. So ist es. Difficulty. Boah, wir machen jetzt mal wir bleiben mal bei Giant. Das ist schon gar nicht so einfach. Dann machen wir die Era, jetzt bin ich wieder ein bisschen im Weg hier. Ancient Era und das können wir noch nicht machen. Free Play. Wir machen einfach mal. Let's go. Da sind die drei Riesen. A New Era Dawns. In Reus 2, every Era starts with a barren planet. It's up to you to create a livable habitat for the humans. Your goal is to explore all fates of humanity by completing eras. Each era has its own set of goals. The more goals you achieve, the faster you'll unlock new content and mechanics. A new era dawns. But before you pick an era, you must follow the planet's prologue. Follow the tutorial quest to learn the basics of the game. Click on the question mark buttons to gain more info. Da oben, ja, alles klar. Okay, alright. Follow tutorial. First steps. Settle a city. To settle a city below, select terraform planet, create biome. Note that every giant can place a different type of biome. Select the area for this biome. Click the nomad to start settling. Settle the nomad in your new biome. Alles klar, soll ich mir das jetzt alles merken? Also erstmal terraform. Und Create Biome. Terraform. Oh, ich kann eh nur Forest. Move the mouse to drag a range. Right click to. Ah, okay. Ah, guck mal hier. Jetzt kommt nämlich der Wald-Titan. Oh, und jetzt. Oh, jetzt wird alles grün. Geil. So, jetzt haben wir hier ein neues Biom. Wir können auch ranzoomen. Können auch rauszoomen. Ah, das ist ja nice. So, jetzt haben wir das gemacht. Click the Nomad to start settling. Settle the Nomad in your new Biom.
Jetzt ist hier mit Feuer irgendwas, aber das ist hier mein Nomad. All we want is a place to live. Ja. The people led by the inventor are creative and ingenious, always looking for science. The inventor. Choose a location for these nomads to settle. Ja, in der Mitte. Oh, guck! Oakborough. Left click to inspect. Oakborough Hearth of the Inventor. Wir müssen an dieser Stelle ganz klar korrigierend eingreifen. Schließlich bin ich ja der Allwissende und nenne die Stadt natürlich Rötzlingen, ist doch völlig klar. So, Biotica, spend 5 Wirbelstürme to place a Bioticum. Biotica. Biotica are animals, plants and minerals giants can place. Cities collect resources from them. Creating a new Bioticum uses 5 eons. Select create animal, plant or mineral. Place a Bioticum on the planet. Note that cities can only use Biotica within their borders. Note that Eon passes by 5. Okay, wir machen einfach. Learning by doing. Ash. Blueberry. Zack. Oh, da kommt der Riese. Ist das nicht ein bisschen laut, der Game Sound? Ich mach mal ein bisschen leiser. Ich glaube, das ist zu laut. So gedüdel. So, jetzt haben wir hier Blueberries. Das ist wichtig, weil wir in jedem Aufbauspiel ist der Blaubeerstrauch das Rückgrat der Bevölkerung, der Unterbau der Nahrungsbeschaffung. Und deswegen ist das immer super hier. Symbiosis. Activate a symbiosis on a Bioticum. Symbiosis is a condition that makes a Bioticum much more valuable. Using this symbiosis is the key to a great planet. Make our planet great again. Ocean. The clownfish needs a sea anemone. Forest. The stoat needs a critter like the rabbit. Desert. The gerboa needs a mineral. Ja. Dann haben wir noch Request. To help a city, give it the resource that it needs. Note that cities can only... Achso. Ja. Okay, jetzt haben wir das. City Request. Inventor Settlement. Have 3 Technology. 1 von 3. The first two completed Level 1 Request will give you ein Nomade, der sich hier ansiedelt. Ein Draft to unlock New Biotica. Once 2 cities have their Level 1 Request completed, other cities won't be so impressed anymore and won't get rewards when completing Level 1 Request. Okay. Create Plant, Terraform Planet. Was haben wir hier noch? Micros Menu. Ich kann ja auch mit dem hier noch jetzt ein Animal und mit dem kann ich Minerals machen. Okay, dann lass uns doch nochmal so ein Animal hier raufsetzen. Fangen wir an mit den Rabbits und danach mit den Stoats, weil ohne Stoats, ohne Rabbits keine Stoats. Also dann kommen... Hier kommen die Rabbits hin. Und jetzt gibt's die Stoats, die die Rabbits aufessen. Warte, jetzt ploppt hier total viel auf. Geld vermehrt sich. Alles, das sieht erstmal gut aus. To help a city, give it the resource that it needs. Know that cities can only use Biotica within their borders. Das hatten wir doch schon. Food will grow population, science will boost technology, gold will increase wealth. Ja. Soweit, so gut. Have 3 technology. Ja, was ist denn jetzt hier mit Minerals? Mossy Stone, Moss Agate. Ja, Mossy Stone gibt mir Science. Bom, bom, los! Den Moosstein will ich sehen. Hammer. Rötzling. Aber ich kann noch... Was ist denn hier? Kann ich nicht hier noch ein bisschen... Terraform? Ich komme ja schon, ich komme ja schon. So. Sehr gut. Jetzt ist hier nämlich alles grün.
Dann haben wir noch ein paar Slots. Dann können wir noch, wenn wir wollen. Das haben wir noch gar. Ne, warte, das hatten wir noch nicht. Moss Agate. Dann machen wir noch einfach mal hier einmal Moss Agate. Komm hier schon, ich komm hier schon. Ein alter Mann ist doch kein Dezu. Alles klar. Voll gut. Jetzt könnten wir noch einen, so einen Baum. Jetzt haben wir, glaube ich, alles einmal gebaut. The time has come for a new era. Warte, ich bin immer noch nicht fertig mit diesem. We did it. Ich habe aber. Ah, jetzt. Ich habe jetzt. Ja, Wolski. Unfassbar, wie schnell das ging. Also, da ploppt so viel auf. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz alles checken, was hier so ist. The first era is upon us. Dann haben wir hier drei Leute wohnen hier. This is science, your unspent technology. You can spend it in the planet shop. Your global technology is 3. Your sources 3 from the inventor city. Your unspent wealth. You can spend it in the planet shop. Alles klar, das können wir also ausgeben. Da steht nicht genau, was Phase ist. Skip to the end of this era. Every 5 Öcken left will be turned into 1 bonus prosperity. Currently plus 0. Ist das hier die Prosperity? Ich vermute. Settle a second city and raise your Eon Limit. Da, multiple cities. Every city raises the Eon Limit and grants their own rewards. Allowing you to make more lush planets. To settle a new city, use your Nomad charges to call a Nomad in the bottom user interface. Select the new leader of these Nomads. Click the Nomad and settle them. Ja, verstehe. Machen wir erstmal das. Choose a new tribe, the Miner. The Miner is very interested in science from minerals. The Huntress is always looking for a quarry or a companion to live from the wilds of the land. They like food and gold. So, jetzt habe ich mich natürlich schon so ein bisschen auf Science spezialisiert. Deswegen bleibe ich jetzt mal beim Miner. Alternativ hätte man auch sagen können, es ergänzt meinen auf Wissenschaft ausgelegten Grundhelden, indem es vielleicht dann ein bisschen die anderen beiden Ressourcen bedient. Aber ich gehe jetzt mal hier all in on Science. This location overlaps with Rötzling Territory. Genau, cannot call humans to another city's borders. Die stehen eh schon hier rechts. Machen wir mal hier. Was? Warum? Entschuldigen Sie bitte. Wie weit muss ich denn weggehen? Ich muss doch hier mindestens. Achso, ich muss erstmal. Muss ich nicht erstmal ein Biom dann erstellen auch? Hallo? Ach, die sind das, die Heinis, da, genau. Ja, entschuldige Sie bitte, aber. Huch! Da, help us, da sind sie doch. Okay, mal ganz kurz. Entschuldigen Sie bitte. Zack, use the location. Dann muss ich das doch erstmal wieder machen. Ich glaube, ich muss. Was machen wir denn jetzt? Wir haben Ocean. Und wir haben Wüste. Ja, wir nehmen natürlich jetzt ein anderes Biom. Aber die Frage ist, können die denn auf Wasser? Also können die im Wasser leben? Okay, hier sind neue Sachen dazugekommen. Gold, Biotica Focus Gems and Minerals. Warte. Da kann doch keiner wohnen oder bauen die sich dann Flöße? Man kann auf Wasser nicht siedeln, siehste? Kann man auf Wasser nicht siedeln, dann. Würden wir jetzt einfach, weil es was anderes ist, mal jetzt hier die Wüste nehmen? Weil. Wie lange geht das jetzt? Wie viel hat jetzt. Rötzling hat 1, 2. Rötzling hat 5, das ist 4 oder 5? 1, 2, 3, 4. Kriegen jetzt auch 4. Das muss fair sein.
Ich komm. Immer mit der Ruhe, ein alter Stein ist doch kein D-Zug. So. Alles klar, jetzt haben wir so eine schöne Wüste, eine Savanne. Und ihr dürft euch hier niederlassen. Herzlichen Glückwunsch. Da. Bitte. Ja? Warum? Hallo? Ah, ich dachte schon, sie wollen meine Anweisung ignorieren. Da kommen sie. Los, Papa! Lone Oasis Fountain. Ah, okay, wieso haben die denn nur 3 Slots und nicht 4? Ach, Eiderdaus. Naja, was willst du machen? Unlock Apex Biotica Draft, an Apex Bioticum. Apex Biotica are much stronger than regular Biotica. You must unlock them through drafts. Use your draft charge to initiate a draft on the top of the screen. Go through the draft process to unlock the Apex Bioticum. Apex Biotica also unlock a set of Cohort Biotica given extra options. Okay, wow, warte mal. Also erstmal hier oder was? Drafts. Inspired by human creativity, the Giants have ideas for new Biotica. Select a biome for which you want to draft a new Biotica of forest. Pangoline. Oder Apple Trees. Apple Trees. Okay. Haben wir, glaube ich, erfolgreich geschafft. Jetzt müssen wir das noch placen. Dazu müssen wir, glaube ich, den Wald erweitern. Ich mache mich dann an die Arbeit. Und dann können wir jetzt den Apple Tree da mal hinsetzen. Ich stopfe hier mal so einen Apfelbaum rein, alles klar. Biodiversity is required to place more exclusive and stronger biotica. Every distinct bioticum present in this biome adds +1 per star rating, but there are ways to get more. A real challenge, inspire a project. Also City Request, Miner Settlement, have 3 Technology, ja genau, das müssen wir ja auch noch machen. Das heißt, wir wollen erstmal schauen, was wächst denn überhaupt in diesem Steinbiom. Ja. Das und das. Ich komm. Oh ne, warte mal, das ist der falsche Johnny. Egal. Leben da jetzt einfach. Redstone und Quarz. Was? Ich hab doch Redstone. Da. Sehr gut. Okay, Inventor Village have +10 Technology. Was denn hier? Ich kann ja mal Continue machen einfach, aber ich mach mal Continue. First Era. Select your next Era from the options unlocked by Humanity. Also, Calm Era. Easy. Humanity advances to the next Era, but not with a particular inspiration or goal in mind. An opportunity for you to focus on improving their prosperity. Help Humanity settle at your own pace. Have +30 whatever on the planet. Das ist Calm Era, dann haben wir Iron Age. Condition met. One city must have at least 3 science and 2 minerals within borders. Können wir jetzt also nehmen. With tools at your disposal, the road is clear to tame the bounties of the earth. Will you help the inventor exploit the planet's crust? Era Quest. Minerals, 1 von 3. Have 10 on the planet, have 4 minerals on the planet. You unlock the Iron Bioticum. The inventor builds the Great Forge, which multiplies the science of all minerals within borders. Ui.
Und das können wir das hier auch machen. Condition met. One city must have at least 4 stones, or 4 gold. 4 gold. The inventor feels that civilization on this planet starts with them. In honor of the inventor, the whole city is preparing to build a great monument, great for them at least. Will you help them create history? The inventor will start the construction of a monument. It gives gold and silver. City on the planet that is smaller than the inventor city. Technology. Must be your planet's highest stat. Okay, das darf ich noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt, ob das jetzt auch unbedingt besser ist. Wir wollten ja eigentlich die Iron Age haben, oder? Ich glaube, wir machen mal das. Iron Age. Alles klar. Ba-ba-ba-ba-bap. Inventions. Inventions are inspired by Biotica within borders when cities have enough technology. They grant city stats directly and can be traded with neighboring villages. There will never be duplicate luxuries on the planet. Biotica on power nodes will be checked first for inventions. Royce 2 has a lot of mechanics and nuances to learn and it would be impossible to learn them all at once. Instead, learn them at your own pace. Finde ich gut. The most important thing, almost everything has a tooltip explaining it. Hover over everything you see or find odd. It's bound to give you more precise information. Enjoy the exploration. Er lässt mich schon allein oder was? Da lässt er mich allein. Okay, was haben wir erstmal hier? We want to start a new project here in Rötzling, but we seek inspiration. Where should we look? Herbalist? If there are 3 distinct undergrowth biotica within borders? Woodcutter, if there are 3 biotica within borders. Toolsmith, extra plus 1 science for each science in the mineral within borders with highest science. Alright. Tooltip activated. Ist das das Spiel von dem Fußballspieler? Ja, es bietet sich an. Natürlich bietet sich der Gag auch an. Ist ja völlig klar. Wir wollen erstmal Terry Toby, Asterix und Antje. Auch vielen lieben Dank für die Unterstützung. Sagen, ihr helft mit eurem Support dieser im Aufbau befindlichen Siedlung zu einem guten Start. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt nehmen sollen. Wie wäre es mit das hier? Eureka! We build a woodcutter. So be it. Also Rötzling ist schon eine tolle Stadt. Muss man sagen, da laufen sie, guck mal, die sind richtig happy, die Leute. Hier ist Blueberry Bush. Aber wir müssen uns natürlich auch hier um unsere Neuankömmlinge, die Desert People, kümmern. Ach guck mal, hier sind die Katzi-Schmatzis, aber hier hatte ich noch einen offenen... Hier, die Sandcats, genau, die Yerboas. So. Die hatte ich vergessen zu pflanzen, beziehungsweise ich hatte beide nacheinander einen Auftrag gegeben. Jetzt fressen die natürlich auf. Die sollen aber die Population nicht komplett auslöschen, sonst war's das. Das wäre ja mal schade. Was haben wir hier? Achso, das ist der Held, ne? Ah hier, guck mal, ein Bonus-Slot, Super-Booster. Plus 50% Total Yield, Empty-Slot. Okay, das ist ein Super-Booster. Was bauen wir da denn jetzt Feines rein? Vielleicht so ein Science-Boy? Wie wäre es mit das hier? Plus 15 if adjacent to a plant bioticum. Ja, das ist doch geil. Das ist doch hier Plant Bioticum, oder nicht? Beziehungsweise, ja, ist, ja. Das ist doch das Gesamte mit gemeint.
Ja, das könnte schon Sinn ergeben, wenn wir jetzt... Nee, warte. Nee, zurück. Wo hatten wir das jetzt gesehen? Wo war das? Warte. Da. Plant Verticum, Output of 20, Mossy Stone. Nee, welchen hatten wir denn jetzt? Plus 5, plus 1, das ist da oben. Wo war das mit Science? Warte mal. Welcher war das denn? Steinheini war das. Nee, warte mal. Nee. Ach, ich war jetzt hier gerade, ne? Ach ja, das... Okay, deswegen hat das nicht funktioniert. Ich bin verrutscht. Genau. Da. Plus 15 Science, plus 5 Gold if adjacent to plant bioticum. Das war's. Ich war aus Versehen da, rechts. So. Oh, guck mal, diese grüne Linie zeigt mir dann an, dass der Bonus aktiviert ist. Sehe ich das richtig? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir haben was richtig Gutes gemacht gerade. Oh, schau mal, die Grenzen haben sich erweitert. Das gefällt mir ungemein gut. Ich glaube, das Biom war... Nein, falscher Biomi, der hier. Mach mal das hier noch mit. Sagt er. Okay, er ist gut drauf, das freut mich. Was haben wir denn hier noch nicht gemacht? Wir haben jetzt diesen roten Felsen 2, diesen Kristallboy. Hier haben wir ein bisschen so... Alter, haben die... Nee. Es gibt noch einen, so einen Chinchilla und der ist wegge... Und da ist ein neuer. Diese Katzen, die fressen die Chinchillas weg. Aber die vermehren sich zum Glück sehr schnell, diese Nagetiere. So, was war jetzt euer Problem? Geht's euch gut? Vielleicht ein bisschen mehr Nahrung noch oder was? Ja. Ja, wir müssen mehr uns ums Essen kümmern. Wie wär's denn? Das ist doch kein Essen. Was haben wir hier? Science. Counts as an empty slot. Sage Brush. Aber das kann man nicht essen. Es gibt Science Bonus. Wir brauchen... Wir brauchen was zu essen. Das hier. Plus 10, if there is a mineral bioticum in biom. Ja, haben wir doch, oder? So, jetzt haben wir das Ding plus 15, ja. Das ist die Gesamt... Ja, das wird schon zusammengerechnet, genau. Aber da ist jetzt... Guck mal, der hat jetzt den Bonus... Von dem Stein, aber wieso hat, der müsste jetzt auch einen Bonus kriegen. Da muss ich hier noch ein Mineral hinsetzen oder was? Okay, also man muss, glaube ich, schon smart gucken. Wenn ich jetzt da plus 5 for each iron in this biome, available in all land biomes iron. Was haben wir hier? Das ist Quarz, Output of 20. Redstone. Ja, da bringt uns das hier mehr und Mineral Bioticum in Biom. Das ist doch ein Mineral hier, oder? Ich setze einfach das da nochmal rein. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt was verändert. Ja, okay, guck hier. Grüne Linie, aber ändert nichts am Output. Scheint mir so zu sein. Also ich glaube, man muss hier einfach clever sein und die Wechselwirkung herausarbeiten. Machen wir mal hier weiter. Tutorial Quest, a real challenge.
Keep the fundamentals of Reus 2 in mind. Use Symbiosis for the best yields. Apex Biotica are stronger than other Biotica. Use the Project Efficiency to create harmony between nature and humans. There are more mechanics in Reus 2, however. Hover over the Fragezeichen buttons to learn about them at your own pace. Das hatten wir doch schon. Danke. Find the Planet Shop right under the Eon Bar. In the Planet Shop, you can spend your shit and buy extra tools for your planet. The stat used is not consumed from humanity. The stat used is not consumed from humanity. Click the Planet Shop button above, next to the stats. Buy bonus Eon for this era with one of your stats. Okay, also wir müssen erstmal in den Shop. Wo ist mein Shop? Ach so, above, next to the... war da oben, hat er gesagt. Was? Next to the stats? Das? Shop. Planet Shop. Okay. The Planet Shop. Buy bonus Eon for this arrow with one of your stats. Ja, wir haben sehr viele Stats. Ich kaufe mit Geld. Geil. Haben wir gemacht. Erfüllt. Jetzt haben wir richtig gute Sachen. A planet is completed once all Eon has been spent, or when you want in free modus. Prosperity is the final measure of how successful your planet was. Try to get as many of the following as possible. Completing the challenger quest of your era. Completing village requests. Raising prosperity. The more you achieve, the more new things you will unlock in the metagame. Alles klar. Das haben wir schon gelesen. Spend all your Eon and complete the planet. Ja. 20 plus 5 to complete extraction. Ich kann ja noch mehr jetzt hier dafür. Nee, warte, das. Ah, nee, doch, das kann ich auch. Haben wir ja gesagt. Da haben wir jetzt das auch ausgegeben. Alles klar. Haben wir gut gemacht. Jetzt geht's hier weiter, oder wie? Da muss man erstmal so richtig checken, was Phase ist hier. Hab jetzt alle Felder bestellt. Ne, hier ist noch was offen. Da, 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 da. Was bauen wir denn hier? Da könnten wir nochmal dieses Getier reinsetzen. Ne, falsche Kategorie, entschuldigen Sie bitte. Also, counts as an empty slot, was? Nee. Ja, das Getier könnten wir da mal reinsetzen. Da kriegen wir Mineral Bioticum. Jetzt kriegen wir mehr Gold. Haben wir hier Iron? Nee, ne, wir haben diese Rocks. 20. Ja, weiß nicht, ob das jetzt so... Da haben wir keinen Nachbarschaftsbonus. Das Output of 10 Wissenschaft. Baron counts as an empty slot. Ich mach mal das. Guck mal jetzt. Was geschieht? Stopf, stopf, ich komm ja schon, ich komm ja schon. So, dreh dich Wissenschaft. Kannst du die Wüstenstadt umbenennen? Ja, auf jeden Fall. Kann die alle umbenennen. Alles, was ich tun muss, ist hier drauf drücken. Dann kann ich sie nennen, wie wir wollen. Wir können sie natürlich auch Wüstingen nennen, wir können sie aber auch... können sie auch... Arrakis. Aus Dune. So. Was das? Ist das hier wieder Call Nomad? The Goddess oder The Merchant? The Goddess thinks the world revolves us. Die hatten wir vorhin schon in Gold.
The merchant believes in progress through trade. Having enough gold around is paramount. Resourceful. Mystery. Extra for each mystery than borders. Die sind ja relativ gleich, oder? Ach so, sie kriegt 2 Nahrung. Okay, er kriegt 8 Gold. Sie 5 Gold und 2 Nahrung. Wir nehmen mal sie hier. Jetzt müssen wir noch ein... Wo sind die aufgetaucht? Ich muss ja ein neues Biom jetzt noch schaffen. Dazu müssen wir jetzt erstmal... Wie wäre es denn, wenn wir jetzt auch mal aus Spaß ein bisschen Wasser machen? Ich will das nämlich mal sehen. Endlich darf ich auch mal. So, jetzt zeigen wir doch mal, was kann man da jetzt machen? Fischis, Clownfisch und Heringe. Okay. Können die da durchschwimmen? So, wir machen mal 2 Ocean-Felder hier. Na gut, dann mache ich noch eins. So, jetzt können wir hier 2 Sachen antüteln, das machen wir später. Dann machen wir jetzt noch ein Waldbiom. Was sollen wir sonst machen, ne? So, mal 4 Waldbiom. Düpp, 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 düpp. Okay, und jetzt möchte ich, dass die Freunde sich hier irgendwo ansiedeln. Und zwar, wo sind die denn jetzt eigentlich? Da. Da kommen sie angewetzt. So, choose a location hier. Da wird die neue Stadt. Wir haben noch einen weiten Weg. Yeah, wir kommen. Okay. Hier, siedeln sie sich an. Sieht doch schön aus. Was haben wir spend? Achso, ja, das ist genau. Wo spende ich denn jetzt meine Ions? City Request. Have 10 Technology. Have 8 Technology. Have 3 Wealth. 4 Minerals within Borders. Miner Village. Goddess Settlement. Have 3 Wealth. City Request. Okay, okay, okay. Also, immer mit der Ruhe. Was haben wir denn hier? Guck hier. Plus 20 if adjacent to at least 2 distinct herbivore biotica. Herbivore, ja. Das heißt, wir können... Ist das... Gilt das als Herbivore? Der hier müsste doch eigentlich... Aber sie will ja Wealth haben, ne? Das ist ja ihr großer Traum. Was haben wir denn? Das hier? Critter? If adjacent to at least one other Critter Bioticum. Ach, warte mal. Okay, Herbivore für Critter. Critter. Okay, Critter, Critter, Critter. Jetzt lesen wir, gucken uns das mal kurz durch. Das ist ja Seeanemone. Haben wir noch gar nicht. Wir wollen aber hier hin. Was ist denn? Also bei Birne steht Herbivore Biotica. Okay, aber das ist nicht Herbivore. If adjacent to at least 2. Was ist denn at least? Es gibt doch nur. Obwohl, ne, in der Mitte. So, jetzt müssen wir überlegen. Oh, hier ist Animal Booster, okay. Da müssen wir natürlich jetzt erstmal ein Tier hinsetzen. Das ist ja völlig klar. Und zwar geht es ja hier um Gold. Also kommen da die Johnnies rein. Diese Hermeline oder Wiesel oder Marda oder... Was auch immer das ist. Die Stoats. So. If adjacent to at least one
Other Critter Bioticum. Das heißt, wir setzen jetzt noch einen anderen Critter-Schmitter dahin. Das wäre entweder ein Squirrel oder ein Rabbit. Und ein Rabbit ist Herbivore und Squirrel auch. Tribioticum, Output 15, plus 5, plus 1, if adjacent to at least one tree. So, das heißt, wenn wir die jetzt... Ist das hier auch adjacent? Ja, das ist auch adjacent. Also wenn wir jetzt... Warte, hier die da den Baum und da Tiere zum Beispiel. Der Baum hatte ja gesagt. All animals. Ah ja. So, der Baum, Johnny, hatte gesagt, adjacent to at least two distinct herbivore biotica. So, das heißt, wenn wir jetzt hier den Baum hinsetzen und dann müssen wir noch Herbivore machen. Und das ist das Rabbit-Zeug zum Beispiel oder das Eichhörnchen. Okay, man muss diese Nachbarschaftsverhältnisse gut einbeziehen. Pass auf, dann nehmen wir jetzt den Baum. Ich weiß nicht, ob das so richtig klappt. Geben Sie mir den Baum. Den. So, den packe ich jetzt dahin. Hammer. Dann geht es jetzt noch darum, welche Tiere wir da reinpacken, um den Bonus zu erhalten. Ich hoffe mal, das klappt so. Dann... Nee, warte, was soll das? Ich will Tiere. So. Genau, der kriegt einen Bonus für Trees und der hat einfach so 15. Das heißt, ich könnte auch beide nehmen. Da würde ich mehr Nahrung bekommen. Da würde ich halt auch noch plus 1 da oben. Pass auf, jetzt nehmen wir mal den Johnny. Setzen den da hin. Jetzt haben wir da oben den Bonus bekommen. Wir kriegen den Bonus hiervon. Und jetzt könnte ich noch ein Eichhörnchen da hinsetzen. Glaube ich. Das hier gibt mir halt gar keinen Bonus. Dafür viel Nahrung. Und jetzt könnte ich noch ein Squirrel da hinsetzen. Und jetzt hat der Baum, kriegt er den Bonus. Jetzt muss hier aber ein Bonus rauskommen. Ja, da ist der Bonus. Okay. Geil. Das haben wir gut gemacht. Und jetzt? Oak Grove, was? This is a leader looking to build a new project. Click the button above them to help them make their choice. Ich glaube, das haben wir richtig gut gemacht. So. Choose an inspiration. Gem Seeker. If there are gem biotica within borders. Reicht noch nicht. If there are element biotica, if there are ocean mineral within borders. Cat biotica on the planet. If there are cat biotica on the planet. Okay, das wäre vielleicht noch am einfachsten herzustellen. Weil das ist global und der Rest ist nur borders. Ocean minerals. Ocean minerals. Element Biotica. Aber jetzt checke ich das erst. Bei 2 bekomme ich 40, bei 4 bekomme ich 100. Normalerweise heißt es ja immer 2 von 3 ist schon gebaut. Aber ich glaube, in dem Fall heißt es, bei 2 bekomme ich 40, bei 4 100, bei 2 60, bei 3 120, bei 2 40, bei 3 und so weiter und so fort. Glaube ich, oder? Nils schaut nur von Zeit zu Zeit mal in den Chat. Ja. Leute, ich bin bei euch. Ich muss es nur gerade checken. Steht ihr? Ich muss erstmal Sachen verstehen. Gembiotica. Was kriegen wir denn hier jetzt unter? Cat? Ich mach mal Cat. Cat. Wir haben noch schon mindestens ein Cat auf dem Planet. Super. Mach jetzt das. Eureka. Oh, ich krieg einen neuen Johnny Boy. Oh. We build a cat temple. So be it.
So, warte, ich hatte doch hier on the planet, wo sind denn meine Cats? Here they are. Hier sind die Cats. Wenn ich jetzt noch einen Caddy baue, dann ist alles fantastisch. So, jetzt haben wir hier noch ein Projekt. Choose an inspiration. Gem for each science in the mineral within borders with highest science. Oh, das ist, glaube ich, cool. Weil wir haben ja diese Science-Steine da. Also nehmen wir Toolsmith. Eureka! Ja, hier, das wusste ich doch. So be it. Okay, 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 okay. Ich glaube, wir sind richtig gut. Oh, was ist denn hier los? So, alles gut, Nils, sagt Heikiki. Okay, 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 okay. Ihr müsst dann einfach brüllen, ja? The miner is inventing something new. Das ist super gut. So, was ist jetzt mit dem Wasser hier? Da haben wir auch diverse Slotties. Lass uns mal gucken, was wir unter Wasser bauen wollen. Können wir Fischis nehmen? Adjacent to sea Anemone. Wo kriegen wir denn eine Seeanemone da? Can only place in shallow waters. Adjacent to at least one fish bioticum plus 10. Das ist ja gar kein Problem. Dann müssen wir die Fischis da... Oh, das kriegen wir doch aber nicht hier ins Wasser rein, oder? Das ist doch Quatsch. Ne, genau so. So wollte ich gucken. Agate und Bedrock. Oh ja, plus 10 if adjacent to plant bioticum. Das müsste ja dann hoffentlich hier sein. Oh, guck mal hier, da haben wir einen Bonus. Bonus. Oh, 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 okay, das heißt, hier müssen wir jetzt gut wählen. Das heißt, if adjacent to plant, das müsste ja dann hier sein, oder nicht? Das ist doch ein plant bioticum. Beziehungsweise hier, dann wenn ich da jetzt einen Plant plante. Also auf jeden Fall machen wir jetzt das. Muss ja. So. Ballert er das da rein. Die Frage ist, ob ich jetzt hier da einen Baum setzen muss. Warte, Tree, Fruit, oder ob das einfach nur das Biotikum ist. Ich glaube ja, der Bonus müsste schon aktiv sein. Mineral, was haben wir noch für adjacent? Fruit. For each adjacent fruit Biotikum, okay. Das Fruit wäre dann Blueberry oder Pear Tree. Ja, es ist so ein bisschen wie die Distrikte in Civilization auch, ne? Was können wir da noch bauen? Tree, Critter, genau. Haben wir irgendwas? Adjacent to Iron. Adjacent to Plant. Ja. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um die Fischis. Fischi, Fischis. Was? Nee, nicht all minerals. Warte, warte, warte. In dem Wasser. Wir wollen nur Wasser. So. Also. If adjacent to at least one fish bioticum can only be placed in shallow waters. Shallow waters müsste dann... Ah, ist das alles shallow water? Nee. Aber hier. Nee. This place is the anemone outside city territory. Ach so. Ach so. Aber hier nicht, oder was? Ah, da ist die Grenze. Guck mal, da. Ah, okay, okay, okay. Verstehe, das zählt noch zur Grenze. Da kann ich jetzt was Schönes bauen. Also, pass auf. Die Seeanemone. Ne, warte, das machen wir mal wieder hier aus, bitte. Muss ich besser überlegen. Hier ist die Grenze, also... Jetzt müssen wir smart sein. Das können wir das. Ah, wir machen mit. Ah, also kommt jetzt. Da muss er richtig knobeln. Da machen wir das jetzt dahin. Und dann kommen die Fischis später.
Da kommen dann die Fischis hin. Und dann machen wir noch. Das haben wir schon. Das hier vielleicht, Kelp. At least one fish by Erticum. Okay. Dann wäre die Reihenfolge jetzt mal erstmal das hier. Dann kommen da die Fische und da die anderen Sachen. Yeah. In the shallow. Shallow. Guck mal, die sind richtig happy alle. Das ist, ich glaube, denen geht's richtig gut. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was ich mache. Aber ich glaube, ich mache es richtig, richtig gut. Und diese Hermeline fressen die ganzen kleinen Eichhörnchen weg. Aber hey, so ist es halt in der Natur. Die sind sehr, sehr hungrig. Sehr, sehr hungrig. Was machen wir jetzt hier? Hier können wir noch ein bisschen was bauen. Entweder wir bauen hier Mineralien rein oder wir können auch diese Katzen hier noch reinsetzen. Wir brauchen zwei Katzen global. Da haben wir, glaube ich, aber nur eine Katze. Diese hier, Katzi-Katz. Und da ich hier keine Slot... Oh, warte mal. Nee, da ist auch kein freier Slot. Die habe ich nicht so richtig benutzt. Da wusste ich noch nicht genau, was ich machen muss. Jetzt habe ich das eher so ein bisschen gecheckt. Dass man halt diese Nachbarschaftswechselwirkung bedienen muss. Jetzt habe ich noch zwei Slots, da könnte man jetzt noch eine Katze machen. Wir hatten ja diesen Global-Bonus mit Katze. Ich bin nicht sicher, ob ich auf der richtigen Fährte bin. Weiß auch gar nicht, ob ich die überhaupt setzen darf, weil wir sind jetzt hier eigentlich in dem Biom. Ich glaube, ich darf die da gar nicht setzen, die Katzen. Die müssen, die sind Wüstenbewohner. Dann machen wir das lieber so. Mineral Bioticum haben wir nicht. Distinct Herbivore, if at least two distinct Herbivore Biotica. Aber ich habe hier nur einen. Ne, das ist... Ah, warte mal, ist das Herbivore auch? Wo kann ich das sehen? Zweimal Element? Okay, das ist... Nicht Herbivore, logischerweise. Ich dachte, das ist noch... Nee, das war nur Gestein. Das waren gar nicht... Keine pflanzlichen Sachen. Dann ist das, glaube ich, auch egal. Dann machen wir hier... Ey, was vielleicht dann doch mit Wissenschaft. So ein Baum einfach nur. Einfach nur ein Tree. Oh, warte mal, ist das Mineral auch? Pass auf, wenn das Mineral ist, dann machen wir, ich weiß nicht genau, ob das Mineral ist, aber könnte sein. Dann gibt es diesen Bonus. Gib mir den Bonus! Ja, ich glaube, hier, das ist die Wechselwirkung, glaube ich. Ich glaube, das ist gut. Ey, ich bin noch nicht fertig mit Conclude. Ich will noch eine Sache machen. Denn ich will jetzt hier noch den anderen Baum ransetzen, mit dem ich, und zwar war das der hier. Genau, Fruit, da, bam. No, need to... Achso, jetzt kann ich nicht mehr weiter. Konkluden wir. Planet complete. Alles klar, sind wir jetzt durch. Planet complete. Difficulty giant. Prosperity. Jetzt gibt es einfach Punkte, ha? Final score. 52. Iron Age. Ba, 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 da. Okay, ich habe Rewards. Aggressiv Rewards. Unpack Rewards. Oh, was wird es sein? Was wird es sein? Antimony. Oder Ant-Imony. Cavelands. Plus 30 triumph for each distinct adjacent minerals. Metal element. Okay. White Willow. Tree und Tin. Leaf Planet, alles klar. Ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen gecheckt. Es geht dann einfach darum, ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse, ne? Um ehrlich zu sein, bevor ich es angefangen habe. Jetzt habe ich es, glaube ich, wirklich einigermaßen erfasst. Also mich erinnert das dann eher an so Spiele wie, ja, Dorfromantik ist jetzt nicht der hundertprozentige Vergleich. Ich hatte da noch ein, zwei andere von diesen Puzzle-Games gespielt, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Die aber ein ähnliches System haben, dass man nämlich so eine Grundwährung hat. Also, ey, vielleicht habe ich es auch komplett missverstanden jetzt, aber diese lila Währung da, wie heißt sie jetzt? Die Johnny Coins.
Das ist meine Produktionswährung und die gebe ich aus, um Sachen zu bauen. Und dann muss ich halt möglichst mächtige, genau diese Ions hier, genau, die Ions, das ist so meine Hauptwährung und die muss ich ausgeben für diese Biome halt, für Bäume oder Pflanzen oder Tiere, Bäume sind auch Pflanzen, Gebirge, Gestein, Mineralien. Jedenfalls kriege ich dann, wenn ich möglichst smart die Wechselwirkung der einzelnen Elemente kombiniere, dann addieren sich diese ganzen Boni. Und dann muss ich halt einfach möglichst weit kommen, vermutlich auch im Zeitalter. Wir waren jetzt im Eisenzeitalter, wir können dann technologisch, zeitgeschichtlich einfach noch weiter kommen. Und dann kriegen wir wieder neue Sachen freigeschaltet, wieder mit mächtigeren Wechselwirkungen, schätze ich mal. Und dann geht es einfach darum, wie weit man kommt. Wie weit komme ich, bis alle meine Ions ausgegeben sind. Und da gibt es diverse so Puzzlespiele, die ähnlich eine Mechanik im Hintergrund haben, deren Namen ich vergessen habe, aber da haben wir wirklich einige von auch gespielt. Ich glaube, ich habe es jetzt gecheckt, wie es geht. Das ist Reus 2. Das suggeriert ja, dass es auch ein Reus 1 gibt. Das habe ich aber nie gespielt. Das ist lustig. Ich mag dieses Genre, weil man das so plätschernd vor sich hinspielen kann. Man wird ja dann doch ein bisschen erschlagen mit der Feature-Vielfalt, mit den ganzen Sachen, die hier aufploppen. Da muss man erstmal einen Überblick finden. Da gibt es ähnliche Genrevertreter, die ein bisschen simpler sind, einsteigerfreundlicher. Aber das ist lustig, ist nice. Das ist Reus 2. Leute, lasst mir mal sogenannte Kommentare da und sagt mir, ob euch das gut gefallen hat und ob ihr das auch mal ausprobieren wollt. Das war Reus 2. Wir sehen uns dann spätestens bei Reus 3. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut.